Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich bin gerade hier ins Spiel gekommen und wie ihr seht, das Haus ist endlich fertig. Gut, wir mussten jetzt auch etwas länger warten, weil die Server heute Nacht mal wieder gecrasht waren. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie die das vorhaben mit der Open Beta, die ja schon übermorgen beginnt. Aber ich weiß, dass ich versuche, so viele wie möglich an Videos vorher aufzunehmen, damit da nicht so viel Leerlauf hier auf dem Channel kommt oder nach Möglichkeit natürlich gar kein Leerlauf kommt, sodass ihr jeden Tag ein weiteres Video genießen könnt. Und ja, das auch, wenn die Server vielleicht jetzt ein paar Tage down sind, weil die dem Ansturm, der zu erwarten war, nicht gerecht werden. Aber gut, wir wollen hier nichts irgendwie schwarz malen oder so. Wir denken jetzt mal alle positiv, dass das alles funktioniert. Und ja, Grundstückserweiterung. Congratulations, your house is complete. You have unlocked new rooms, add-ons in the City Hall Store. Also ich gehe mal davon aus, der meint jetzt diesen Typen, den Bürgermeister, dass wir da weitere. Das sieht aber schon mal geil aus. Also wenn man sich das hier oben anguckt, jetzt zeigt er das noch mal ganz kurz. Da kann man dann rechts, links was anbauen. Ich weiß nicht, ob das hinten oder zum Flügel hin oder so auch geht. Oh ja, doch, der ist gerade hinten. Nee, er hat einen Kamin, glaube ich, angebaut, genau. Und dann hat man hier noch mal so eigene Zimmer. Das wäre natürlich mega, mega geil. Haben wir im Moment leider nicht. Wieso geht der hier nicht weiter? Jetzt. Use rights to expand unusable space on your housing plot. Ich verstehe das so, dass man die halt kaufen muss. Access Menü Selection, das ist alles klar. Kaufe im Laden im Rathaus Erweiterung. Ja, da steht es dann auch nochmal. Um dein Haus in dein Traumhaus zu verwandeln. Naja, mein Traumhaus hätte zwei Etagen und wäre ein bisschen pompöser, aber das kommt dem auf jeden Fall schon mal ziemlich nah. Und ich sehe gerade, sieht auch gar nicht so schlecht aus, dass wir das Zelt noch da stehen haben, weil dann ist das halt aktuell für unsere Besucher. Tisch, du wolltest mir bestimmt gratulieren. Welcome to the valley. Ach so, da fällt mir ein, man hat mir geschrieben, dass ich das F umwandeln kann, also dass ich das ändern kann in E oder so zum Beispiel. Ich habe jetzt doch vergessen, vorher nochmal nachzugucken. Wenn ich dran denke, werde ich da nach der Folge nochmal nachgucken. Oh, mein Drache, das sieht so gut aus. Ich wollte nur mal vorbeischauen, um zu sehen, wie es läuft. Ich würde sagen, dass ich nicht glauben kann, dass du das gebaut hast. Aber ich kann das wirklich. Ich hatte diese Tapete und diesen Bodenbelag herumliegen und ich dachte, du würdest sie mögen. Im Rathaus gibt es auch viele andere Dinge für ihr Haus zu entdecken. Wieso werden sie wieder ihr? Du solltest vorbeischauen und Kenyatta grüßen, wenn sie da sind. Also ich biete mich hier offiziell an, gerne mal über die Texte drüber zu schauen. Und bitte bleibt beim Du. Nehmt überall das ihr und das sie raus. Das ist ja schrecklich. Ich bin mir sicher, dass sie sich freuen wird, dir auch bei deinem neuen Zuhause zu helfen. Jetzt habe ich vergessen, wie die hieß. Mist. Ich darf nicht zu viel. Ach, da oben steht es aber. Keyatta. Okay, Keyatta. Aber wir schauen natürlich erstmal. Ich sehe schon überall alles blinken. Aber wir schauen erstmal ins Häuschen rein. Ja, gut, das sieht natürlich jetzt so aus wie das andere, nur ohne diese schöne Erweiterung. Aber es ist. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Wo kommst du denn her? Wer bist denn du überhaupt? Hallöchen. Wonderful to see you. Ja, irgendwie sieht er aus wie ein Vampir, oder? Ganz ehrlich, fehlt jetzt nur noch die weiße Hautfarbe und die Ohren stimmen natürlich nicht. Wie aufregend. Tisch hat mir erzählt, dass dieses langweilige kleine Grundstück eine wunderbare Neugestaltung erhält. Und ich musste einfach kommen und es mir ansehen. Ah, verzeihen Sie mir, darf ich mich vorstellen? Ich bin der ansässige Schneider dieser Stadt, Jill Umiata. Aha. Genau, Umiata, so wie in Haus Umiata. Du weißt schon, das berühmteste Modeimperium in der ganzen Provinz Bahari. Ha. Du hast noch nie von Haus Umiata gehört? Nun, du hast dich gestern auch einfach aus dem Nichts materialisiert. Das ist eine gute Ausrede. Trotzdem bin ich so begeistert von deinen Bemühungen, dass ich dir meine Dienste als Schneider anbieten möchte. Wo es geht, werde ich jetzt dieses ihr einfach überlesen, sonst fühle ich mich wie so eine 80-jährige Oma. So. Schließlich solltest du, wenn dein Plan so gut aufgeht, auch genauso gut sein, oder?
Alles, was du tun musst, ist, einen Kleiderschrank aufzustellen und seine Türen zu öffnen. Du kannst jedes Outfit anprobieren, das dir gefällt. Wenn du das getan hast, besuch die Kasse in meinen Laden in Kilima, um alles zu sehen, was ich gemacht habe. Mein Herz flattert schon bei dem Gedanken, dass du meine neuesten Werke sehen wirst. Achso, es geht. Inspired rest of your day. Ja, wenn ich mich mal ein bisschen verhaspel, es tut mir wirklich leid, weil ich habe gestern bis spät in die Nacht mit dem Epi und der Moana noch aufgenommen. Und wir haben uns angezickt, wir haben uns angefeindet und wir haben uns geschworen, dass wir uns gegenseitig umbringen. Aber es war echt lustig, muss man sagen. Aber irgendwann war natürlich auch so ein bisschen, es war zu spät einfach nur. Und ja, dementsprechend nach knapp 4 Stunden Schlaf sitze ich nun jetzt wieder hier und versuche das einigermaßen gut auf die Reihe zu kriegen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn die nächsten Folgen so ein bisschen verhaspel oder sowas irgendwie beim Vorlesen. Was haben wir denn im Briefkasten? Sifu, sei gegrüßt, Gameplayerin. Oh Gott, der Rest ist auch auf Deutsch. Ich entschuldige mich dafür, dass mein Sohn letztlich so unhöflich war. Achso, die ist das. Schmiedin war sie, glaube ich, ne? Steht das da? Nee, Freundschaftsstufe. Du sollst wissen, dass du in diesem Tal willkommen bist. Und falls jemand etwas anderes behauptet, soll er das ruhig mit mir klären. Als Willkommensgeschenk habe ich dir aus einem von Hassans Pelzen diesen... Hassan war der Sohn, oder? Diesen Chapar-Fellteppich gemacht. Auf dem kannst du dich nach einer anstrengenden Jagd gemütlich deine müden Beine ausruhen. Es sieht mir eher aus wie so ein Stück Fleisch. Aber gut. Ach so, ja gut, die Chapar... Ja gut, die sehen natürlich ein bisschen anders aus. Okay. Ich habe natürlich jetzt so ein Bärenfell oder so im Kopf. Oh, cool. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Fun Fact. Nee, ich kenne keine anderen Sachen. Ja, ich kenne viele Sachen, die ich theoretisch grillen könnte, aber ich kann die noch nicht grillen. Why don't you try it out? Weil es nicht funktioniert. A Grilling Camp, ist das jetzt... Nee, das sind jetzt die fertig gegrillten Sachen, ne? So wie es aussieht. Nee, es ist die Anleitung. Ja, es ist die Anleitung. Ah, sehr schön. Ref hieß er, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja mein Fleisch extra schon hier reingetan. Dann kann ich das mal eben nehmen und kann das mal... Ach so, Moment, das war der Apothekersteinboden. Natürliche Holzverkleidung, okay. Nun gut. Brauche ich da ein 3 für? Ich hoffe nicht. Gegrilltes Fleisch... Ah, nein, ich brauche 2 dafür. Oh, Leute. Auster, die kann man doch bestimmt dann auch fangen, oder? Ich müsste mir eigentlich mal eine Kiste machen und direkt daneben bauen. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Kiste, da. So, dann machen wir das doch mal eben. Das sieht dann vielleicht jetzt gerade aktuell nicht so toll aus. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. So nah wie möglich da ans Haus ran. So, dann muss ich da nicht immer hin und her laufen. Ich sehe übrigens gerade, der Epi hatte doch recht. Aber ich meine, gut, dann kann man trotzdem hier direkt das Ganze rausholen. Jetzt habe ich das System tatsächlich verstanden, aber das ist ein ziemlich seltsames System. Andererseits ist es natürlich auch nicht schlecht. Man ist nicht wie Minecraft beispielsweise, dass man hier überall die Sachen einfach in die Truhen reintut und dann hat sich die Sache. Sondern... Ich behalte mal 1 noch übrig, damit ich das noch essen kann. Sondern man tut das quasi alles in eine Kiste rein, sozusagen in ein System rein. Und man kann mit allen Kisten darauf zugreifen. Was natürlich nicht schlecht ist, wenn man eine Kiste baut, hat man hier entsprechend wieder mehr Platz. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt stellen wir mal die Sachen, beziehungsweise tun wir mal... Eigentlich ist das ja ein schöner Boden, ne? Kann man das auch übers H-Menü machen? Nee. Oh, nee, das war er. Wie, ach so, nee, Quatsch. Das muss ich so. Soll ich die Steine nehmen? Ich finde ehrlich gesagt das Holz gemütlicher, wenn auch das Holz jetzt nicht ganz so schön unbedingt was hier drin ist. Also ich finde etwas dunkleres Holz eigentlich schöner, wenn ich ehrlich bin.
Ach, das ist nur für eine Wand jetzt. Ah, okay. Ich würde da gerne den Kamin reinmachen, aber die Frage ist, mit Kamin sieht das wahrscheinlich nicht so schön aus. Ich lasse es ta- Oh, das wollte ich nicht. Ich lasse es tatsächlich erstmal. Das tue ich auch mal. Ja, das tue ich hier rein. Haha, hab mich selber wieder verarscht gerade. Wir wollten allerdings noch mal kurz gucken wegen den Pfeilspitzen. Kann ich da neue machen? Pfeilspitze. Also, Holz und Feuerstein brauche ich dafür. Achso, das sind immer 20 Stück. Okay. Ich wollte gerade nur fragen, wie viele kriege ich dann dabei, aber ich wollte mir da aber eigentlich so 40, 50 von machen. Okay, dann habe ich zumindest wieder ein paar mehr. 49. Achso, ja, bevor ich jetzt hier abhaue, ich muss ja noch meine ersten Sachen hier ernten. Harvest ist mit F. Ja, und hat genau das Falsche gemacht. Nicht das, wo ich drauf stand. Okay. Dann haben wir Karotten, aber keine Karottensamen dadurch bekommen. Das ist natürlich doof. Also mit dem hier. Ach, das ist Unkraut. Moment. Ah, okay. Ja, die haben ja gesagt, bei den Karotten kommt weniger Unkraut dran. Wo ist denn meine Gießkanne? Hier. Dann gießen wir die nämlich auch direkt nochmal mit. So, die Karotten brauchen wir ja nicht. Die haben ja gesagt, dass die auch nicht schlecht werden sozusagen. Also die dürren nicht aus oder so, wenn die dann danach nicht mehr gegossen werden. Das ist, uppala, das ist das mit dem Fundament. Jetzt steht hier meine Quest gar nicht mehr drin, oder? Ich musste doch von beiden, meine ich, eins. Genau, ich musste von beiden nämlich eins. Achso, kann ich noch nicht, ne? Kann ich nur untersuchen. Ah, Mist, 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 Mist. Okay, gut. Dann können wir die leider noch nicht abschließen. Warum auch immer die länger brauchen, ich weiß es nicht. So, wir müssen mit. Ach so, wir müssen uns auch noch um den Stoff und das Leder kümmern. Habe ich denn irgendwas davon hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube. Nee, das ist der Schwanz. Ich glaube nämlich. Ich habe zwar Pelz, aber ich kann mir quasi nichts davon herstellen. Kann man das? Ist das genau Maximum? Weil scrollen kann ich nämlich jetzt nicht. Das heißt, ich habe nichts davon. Ich habe weder Stoff. Ja gut, Stoff, woher soll ich Stoff haben? Noch habe ich Leder. Gut, das Brett ist nicht das Problem. So, die Frage ist jetzt, was können wir denn überhaupt machen? Beziehungsweise, wo ist die Daddy Dusky? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Moment. nee, er war es nicht. Hier. Ach, die ist das dann, ne? Oder war die das jetzt, die eben bei mir war? Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so dran erinnern. Kayata. Die Frage ist, ist die überhaupt. Ah ja, da. Oder er. Ich weiß es ja nicht. ich glaube aber, die hat eben von der Sie gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir den Gleiter haben, könnten wir dann auch da runterspringen, da runtergleiten? Eigentlich ja, ne? Mal schauen. Laufen wir jetzt erstmal in die Stadt. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Da ist mein Ziel. 66, also hier in dem Gebäude. Ach so, ja, es ging ja um die Pläne. Ja klar, dann ist das der Bürgermeister. Haha, oder? Nee, hier unten. Ich wollte aber keinen dummen Hintern jetzt hier sehen, während ich hier rede. Willkommen im Rathaus. Wie kann ich helfen? Oh, du bist neu hier, richtig? Dann ist das doch die, meine ich doch. Für eine Sekunde dachte ich, du würdest wirklich etwas brauchen. Was läuft? Normalerweise der Himmel, wie der Himmel läuft. Der läuft nicht. Ja, ich weiß, ich habe den Witz schon verstanden. Ich habe Fragen zu meinem Haus. Was, du benötigst also wirklich etwas? Oh, wie lahm. Ein Moment, ich versuche mich zu erinnern, was im neuen Hausbesitzerhandbuch stand. Ich
Ich denke mal, das sollte eigentlich ein Ä sein, weil überall, wo die Igitt schreiben, da denken die nämlich nach. Gut, jetzt hast du deinen Entwurf. Zum Glück ist das nicht das Einzige, was du deinem Grundstück hinzufügen kannst. Besuche einfach die Kasse im Rathaus. Du kannst neue Räume kaufen und deine bebaubare Fläche erweitern. Hier bekommt man auch die Handwerkslizenz, um sein Haus in einen lärmenden industriellen Albtraum zu verwandeln. Okay. Wenn du Glück hast und ich nicht, werde ich dort sein, um zu helfen. Zu guter Letzt hast du hiermit das Recht erworben, die volle Staatsbürgerschaft von Kilimar beantragen zu dürfen. Wie mache ich das? Du musst dein Engagement für Kilimars Wohlergehen oder was auch immer hier zeigen. Normalerweise spielt meine Mutter gerne Psychospielchen, bis du genau errätst, was sie will. Aber ich werde es dir jetzt verraten. Alles, was sie tun müssen, ist genau in ihr Grundstück zu investieren. Also was du tun musst. Was auch immer du tun willst, zeigst du einfach. Nee, zeig einfach, dass du die Absicht hast, wirklich zu bleiben. Das ist kompliziert, wenn ich das immer in du umwandeln muss. Ich lese es doch lieber so vor, wie es hier steht. Sie wird nicht widerstehen können, herbeizukommen und ihre Inneneinrichtung zu beurteilen. Machen Sie sich aber keine großen Hoffnungen. Sie wird es wahrscheinlich nicht mögen. Ah. Ja, so sind Mütter nun mal, ne? Wenn es dir nichts ausmacht, meine Handschrift wartet auf mich. Meine Zeitschrift wartet auf mich. Ort der Tat hat gerade eine Erhüllungsstory über den Bahari-Schlitzer gebracht. Ja, das ist doch toll. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass man immer hier unten draufklicken soll, wenn das aufleuchtet, also hier so blau aufleuchtet. Erfahre, was die Person in dieser Woche benötigt. Libellen sind so cool. Ich würde gerne einen Pinselschweif aus der Nähe sehen, wenn ich könnte. Das war aber, glaube ich, in der Übersicht, dass man das dann irgendwo sehen könnte, oder? Ich würde ja selber eine fangen, aber wenn meine Mutter mir mal eine Minute Ruhe geben würde. Klar, wir können reden. Mir ist so langweilig, dass ich mich buchstäblich über das Trocknen von Wandfarbe unterhalten könnte. Das wäre spannender. Ich meine, im Ernst, ist dir schon einmal aufgefallen, dass Farbe ganz anders aussieht, wenn sie trocken ist? Ja, klar. Ich meine, hallo? Es gab eine Phase, da bin ich jedes Jahr oder alle 2 Jahre umgezogen. Hab immer alles selber renoviert und hab auch immer alles selber auf- und abgebaut. Und natürlich auch rübergeschleppt. Also, ne? Ich kenne mich damit aus. Ja, ziemlich faszinierend. Okay. So, meint jetzt diese Kasse hier? Gucken wir mal eben nach. Genehmigung für eine Erweiterung des Hauses. Oh ja, die können wir uns leisten. Die können wir uns leisten. Können wir die nochmal kaufen? Gegenstand kann nicht verkauft werden. Wieso nicht? Ach so, nee, ich kann ihn nicht verkaufen. Wieso kann ich da jetzt noch mehr Erweiterungen machen? Jetzt bin ich etwas irritiert. Moment, die Erweiterung heißt aber nicht... Ach so, die Erweiterung heißt aber nur, dass ich das erweitern kann. Oder ist das die Erweiterung um mein Haus herum? Das kann natürlich auch sein. Das befürchte ich jetzt eher. Das hier ist ziemlich cool. Das würde ich mir gerne hinstellen. Kamin würde ich mir auch gerne reinmachen. Allerdings muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich würde ich ein großes Zimmer nehmen und das kostet wahnsinnig viel. Ich glaube, ich sollte mal die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren, wo man wirklich Geld machen kann und dann mal ein Video dazu machen, weil bestimmt einige vor dem gleichen Problem stehen wie ich. Und ja, einfach nicht wissen, wie sie hier schnell ans Geld kommen. Wobei das mit dem Schnellen natürlich immer so eine Sache ist, das ist klar. Der bewegt sich, also schnell markieren hier. Ach, da hinten. Ach. Okay, der bewegt sich nicht, der steht hier rum. So, Hallöchen. Es gefällt mir, wie leidenschaftlich du sammelst. Mein Sohn und ich haben das früher zusammen gemacht. Ich denke, du bist bereit für dieses neue Rezept, was ich auf Lager habe. Wahrscheinlich meint er jetzt die Axt. Deswegen war ich ja eigentlich hier. Aber mir fehlen immer noch 2 Gold. Ich könnte gerade so... Ein gewöhnliches Unkraut, das aber über gewisse Einsatzzwecke verfügt. Okay. Ich kann nur mit dir chatten. Es tut mir leid. Wenn du Spaß haben solltest, dann wirst du im Tal viele Möglichkeiten dazu finden.
Wenn ich Spaß haben will, gehe ich angeln. Nein, das ist für mich kein Spaß. Auni geht auf Entdeckungstouren in den Wald. Badru kann stundenlang im Gasthaus sitzen und der Musik lauschen. Du kannst hier dein Leben auf die Art und Weise genießen, die dir persönlich am liebsten ist. Haus bauen und dekorieren, das ist mir persönlich am liebsten. Moment, ich muss noch mal kurz. Wenn du Gegenstandsaufträge erfüllst und Geschenke verteilst, verbessert das deine Beziehungen. Ich kann die nicht splitten, oder? Genau danach habe ich gesucht. Woher wusstest du das? Ich habe keine Ahnung, ich kann hier nichts anklicken. Aber das finde ich perfekt, weil ich muss ja immerhin 5 Geschenke hier verteilen. So, ja, perfekt. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Da war doch irgendwo einer. Das war der hier, ne? Der hat mir irgendwas super Wichtiges zu sagen. Ah, Wölfchen, guten Morgen. Oder in dem Fall guten Abend. Hier wird es gleich wieder Nacht, so wie es aussieht. Das heißt, ich kann wahrscheinlich mit dem gleich nicht reden. Weil wenn ich ankomme, schläft er gleich. Oh, das dauert so lange, da hinzukommen. Wobei der Epi mir gesagt hatte, das hole ich mir nochmal kurz, mir gesagt hatte, dass es hier irgendwo, natürlich finde ich jetzt gerade keinen, so große Anschlagtafeln gibt. Und wenn man da draufklickt, kann man wohl gegen eine Gebühr für Gold reisen. Ah, das sind wahrscheinlich die hier. Ich guck mal eben. Oder? Nö. Okay, die sind es auf jeden Fall nicht. Aber so ähnlich sehen die wohl aus. Salutations. Oh, hallo. Du scheinst hier neu zu sein. Es sei denn, ich habe dich schon einmal kennengelernt. In diesem Fall entschuldige ich mich, dass ich dich vergessen habe. Oft lenkt mich meine Einzigartigkeit oder Einsamkeit so sehr ab, dass ich so etwas wie neue Bekanntschaften überhaupt nicht bemerke. Und in letzter Zeit scheint es hier viele neue Leute zu geben. Was ist denn diese Einzigkeit? Oder ist das doch kein... nicht verschrieben? Dummer Mensch! Das Einssein ist lediglich das Einssein. Wieso jetzt eins sein? Die Einzigkeit kann nicht erlernt werden, indem man den Klang der Luft zuhört. Wie sie sich durch deine Gesichtsöffnungen bewegt. Sie muss erlebt werden. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Für mich ist dieses Erleben eng mit dem Angeln verbunden. Okay. Ich habe diesen Brief erhalten. Du musst meine Nachrichten zum geliebten Zeitvertreib namens Angeln erhalten haben. Soweit ich weiß, ist es für den Unterricht üblich, Arbeit zu verlangen, die man von zu Hause aus erledigt. Ich weiß, dass es ein Wort dafür gibt, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern. Hausaufgaben? Hier, warum versuchst du es nicht mal mit dieser Angelrute? Ich werde hier sein, falls du versehentlich hineinfällst. Ich habe doch schon eine. Was wollen wir denn diese Woche haben? Ich habe nach einer besonders geistreichen Kiemflosse gesucht, die mir Gesellschaft leisten könnte. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Eine besonders seltene auch noch, ja super. Viele Tiere in Palia sind nachtaktiv. Fische sind da keine Ausnahme. Angle möglichst zu jeder Tageszeit, um die größtmögliche Vielfalt an Fischen zu fangen. I am not practiced in conversation closing rituals. Okay, ich wollte ja sowieso angeln, also trifft sich das ja ganz gut. Oh, das war ein bisschen sehr kurz. Hallo? Du sollst normal auswerfen. Sonst musste ich immer nur einmal kurz klicken und dann war der so im halben Teich drin. Das hier ist anscheinend zu weit weg oder so, keine Ahnung. Na? Na, 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 na. Bleib schön drin. Zieh doch mal schneller ein. Perfekter Fang, neuer Fisch. Ja, was war denn das? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Increase the value of your house. Ach so, ja, ja. Da müssen wir auch gleich noch gucken. Kiemflosse. Es ist aber keine perfekte Kiemflosse. Kann man das? Kommen dann Sternchen oder sowas? Das habe ich nämlich beim Epi gestern gesehen. Der hatte mal so einen Livestream an, also einen privaten. Und da hatte er so Sternchen dran. Kann das sein, dass das diese perfekten Fische sind? Das Problem ist, er möchte ja einen perfekten Fisch haben. Und das Problem ist, ich möchte einfach nur einen Fisch haben, den ich verkaufen kann. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was zu holen. Wir brauchen eigentlich ganz viel Fisch, wenn ich so darüber nachdenke, ne? Eine Kiemflosse ist zwar ein perfekter Fang, aber es ist kein perfekter Fisch, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht ist das besser da hinten, wo diese Kreise angezeigt werden zu angeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man die perfekten Fische wirklich durch Zufall bekommt oder nur an speziellen Stellen oder so. Also bei Red Dead Redemption 2, glaube ich, war es so, dass man nur an speziellen Stellen, meine ich, diese hochwertigen Fische angeln konnte. Und dann auch nur mit viel Glück, muss man dazu sagen. Aber wir versuchen es nochmal. Es dauert halt nur immer so lange, bis dann einer anbeißt. Okay. Nachdem das ja das totale Desaster war, so ähnlich wie bei Disney Dreamlight Valley, muss ich sagen, beim ersten Mal, wo ich gefangen habe, wo ich geangelt habe, nicht gefangen habe, muss ich sagen, dass es jetzt doch schon wesentlich besser läuft. Jetzt weiß ich gerade nicht, eine Genehmigung, ja, was mache ich mit den Genehmigungen denn eigentlich? Oder, ach so, ich löse die dann wahrscheinlich ein, denke ich mal, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich jetzt brauchte. Wann das... Ach so, nee, mir fehlten nur noch 20, ne? Das Problem ist, dass ich das Geld nicht sofort bekomme. Das ist immer so doof. Dass man nicht irgendwo hingehen kann und das verkaufen kann. Weil bei mir sagt er, egal was es ist und wo es ist immer, das kann hier nicht verkauft werden. Wenn ich auf Verkaufen gehe. Das ist halt ein bisschen seltsam. So, aber wir lassen das dann erstmal. Moment, jetzt mache ich mal hier die erstmal rein. Hatten wir sonst noch irgendjemanden? Moment, jetzt hat er wieder was Wichtiges für mich zu reden? Nee, oder? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch jetzt quasi mit ihm gesprochen. Er braucht... Was hat er denn? Nee, die Karotte hat er bekommen. Bei ihm brauche ich das Geld. Das Problem ist, wir können es mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, weil es liegt ja jetzt gerade auf dem Weg. Aber ich glaube nicht, dass man bei ihm was verkaufen kann. Also per Direktverkauf. Was schade ist. Ich meine, man sieht überall diese Kassen, aber ich verstehe halt nicht so genau, wenn dem so ist, an welcher Kasse ich was verkaufen kann. Ich sehe übrigens gerade was. Ja, genau. Hier könnt ihr dann draufdrücken und für ziemlich hohe Gebühren hin und her porten. Also hohe Gebühren für Leute, die jetzt gerade erst mit dem Spiel angefangen haben, weil ich finde, das sind wahnsinnig hohe Gebühren. Wenn ich bedenke, ich bezahle 50, um zu einem speziellen Ort zu reisen und ich bezahle 100, um irgendwas freizuschalten, dann nehme ich natürlich lieber das vom Freischalten. So, Moment. Er hat hier eine Kasse. Open Store. Das ist der. Ich kann aber... kann ja nicht verkauft werden, ja. Ich brauche 250. Na gut, ich brauche halt eben nur noch 2 Gold. Das ist das, ne? Ach, jetzt fangen sie schon wieder alle an, dass sie ins Bett gehen. Oh, ich krieg die Krise. Aber gut, wenigstens vergeht die Zeit hier ziemlich schnell, muss man jetzt fairer halber sagen. Aber ich krieg wirklich die Krise. Sobald ich irgendwo anfange, irgendwas aufzunehmen und kurz was gemacht habe, sind die wieder alle am Schlafen. Ah! Moment, laufe ich jetzt? Doch, ich laufe richtig, ne? Hier links rum, meine ich. Mal gucken. Ach so, wir müssen auch noch zum Schneider, ne? Der hat ja eigentlich nur gesagt, dass wir da vorbeikommen können. Und ihn besuchen können. Jetzt bin ich hier, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Moment, das wollte ich mir angucken.
Erweiterung. Nee, das ist was anderes. Da kann man was reinmachen. Okay. Ja, das ist wohl... Nein. das sind aber keine Erweiterungen hier. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir jetzt da eventuell erweitern können. Ich versuche das mal hier. Ja, genau. Ja, cool. Das ist cool. Mein Ansehen habe ich... Jetzt müssen wir natürlich zweimal erweitern. Ist ja klar, weil sonst sieht das total bescheuert aus. Aber was ist jetzt mit dem Zaun hier? Müssten wir den ja theoretisch umsetzen, was wir nicht können, so wie es aussieht. Muss ich den dann abreißen und umsetzen, oder wie? Moment, was ist das? Bronzetrophäe für Parzellengröße. Es ist an der Zeit, die Zukunft ihres Hauses zu planen. Belohnt werden sie mit einem Grundstück von guter Größe. Anpassung kann nicht verkauft werden. Wie groß ist denn das? Das ist aber nur sehr klein, oder? So, kann ich aber nirgendwo hinstellen, oder wie? Doch, habe ich gerade hingestellt. Ach du Scheiße, das ist wirklich total klein. Ist das niedlich. Aber irgendwie sieht es auch doof aus, deswegen mache ich das mal lieber wieder weg. Moment, so. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein. Hilfe? Hilfe? Ja, ich will es ja nicht entfernen. Wenn ich das jetzt entferne, ist das dann links drin? Ja, okay. Oh, ich dachte gerade schon. Gut. Jetzt haben wir hier das Grundstück zwar vergrößert, aber wir haben den Zaun im Weg stehen. Jetzt ist die große Frage, wir hatten doch hier irgendwo die Möglichkeit mit Steuerung, ne? Mit Steuerung... Achso, Pickup mit G. Fences can be placed as a line. Okay. Move your mouse. Achso, damit das dann direkt... Ah, ja, ja, okay, verstehe. Zaune können an Toren und anderen Zäumen befestigt werden. Ah, jetzt, spätestens jetzt weiß ich, warum ich hier Dings gekauft habe. Warum ich mir das Türchen gekauft habe. Weil das können wir nämlich dann schön dahin stellen, wo wir Platz brauchen. So, wo haben wir denn jetzt die 8? Die 8. Müssen wir das da draufstellen? Nee, daneben. We don't own this land, hallo? Hier kann ich es reinstellen. Aber da oben nicht... Obwohl da die Grenze ist von meinem eigenen Land. Wollt ihr mich jetzt hier... Hallo? Hier ist ja auch der Zaun. Moment, das war jetzt gerade so schön da drin. Und ich krieg's nicht mehr so hin. Das war ja so klar. Ich kann meinen Zaun nur da drunter stellen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, ich weiß. So. Wieso kann ich den nur in der Reihe da drunter stellen? Das ist ja total Schwachsinn. Mein Grundstück geht nach außen, aber ich darf nicht nach außen bauen. Hä? Okay. Mein Grundstück... Jetzt kann ich da gar nicht mehr anvisieren. Nee, da ist eben nichts im Weg. Das ist mein Grundstück, Leute. So, Moment, bis hier darf ich. Und bis hier irgendwo kann ich. Moment, so. So, das ist der letzte. Aber wieso darf man nicht bis zum äußersten Rand seines Grundstücks bauen? Das ist doch doof. So. Ach so, genau. Huch, wo kommt denn jetzt schon wieder her? Moment, ich muss mal eben die... Fische. Ja. Was wäre denn, wenn ich die Fische braten würde? Gegrilltes Fleisch. Aber es bringt auch nicht viel mehr, denke ich mal, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Hä? Och nein! Och, Leute. Jetzt
Jetzt habt ihr mir meinen Zaun kaputt gemacht. Das ist nicht euer Ernst. Shift. Pickup all connected. Nee, das will ich ja nicht. Z, ist Z wieder zurück? Nee, Z ist einfach nur... Kann ich das jetzt nicht zurückmachen oder was? Oh, ist nicht euer Ernst. Weil ich kann ja... Ach, da darf ich jetzt an meiner Grenze bauen oder was, hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Ganz ehrlich. Da kann ich an der Grenze bauen, auf der anderen Seite kann ich nicht an der Grenze bauen. Also, egal. Ich verkaufe jetzt hier den Fisch. Karotten bringen wahrscheinlich nicht allzu viel, oder? Na gut, 23. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt noch brauche, um den Leuten zu schenken. Das ist jetzt gerade mein Problem. Deswegen lasse ich den Rest sonst mal hier. Sprechen wir erstmal mit dir. Ach, du bist bestimmt die Frau, so wie du aussiehst. Oh, what is it? Nun, du hast es tatsächlich getan, nicht wahr? Du hast diesen schäbigen kleinen Schandfleck von einem Grundstück in etwas fast Vorzeigbares verwandelt. Es ist nicht genauso, wie ich es gemacht hätte, aber ich kann nicht leugnen, dass du die Arbeit investiert hast. Ich muss schon sagen, Gameplayerin, du hast mich überrascht. Das passiert nicht sehr oft. Ein Test? Ja, was heißt das erste denn? Irgendwas mit Schiffzeit? Hä? Ich sag mal einfach, das war ein Kompliment. So. I will reserve those when you're truly earned it. Also sie gibt mir erst dann Komplimente, wenn ich das wirklich verdient habe. Auf the standard tree test. Every new member in the village goes... Was? Ach so, drei Tests. Ach, ich habe mich verlesen. Ich wollte gerade sagen, wie Baumtest. Zuerst musst du deine Hingabe zu unseren Gebräuchen beweisen, indem du die Lektion von drei angesehenen Magiari absolvierst. Außerdem musst du beweisen, dass du hier einen Sinn hast. Immerhin, indem du eine fortgeschrittene Fähigkeit besitzt, die in der Gesellschaft eingebracht werden kann. Schließlich ist Können vergeudet, wenn es nicht geteilt wird. Gib anderen, um zu beweisen, dass du großzügig bist, mehr als nur gute Wünsche. Okay, wie gesagt, ich lese nur noch das vor, was da steht, weil das verwirrt mich total mit dem Sie und dem Du und diesem Mischmasch. Ich möchte Sie ermutigen, dies ernst zu nehmen. Ein schönes Haus ist kein Ersatz für wahre Fähigkeiten und Entschlossenheit. I need to focus on more important things. Ja, ja. Fulfill 5 players requests. Jetzt kommt die damit an, weißt du? Jetzt, wo ich die ganze Zeit hier diesen ganzen Kram mache und alles, kommt die damit an, dass ich Quests machen soll. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen ganz schnellen Cut, weil die Folge doch wieder sehr lange geworden ist. Und in der nächsten Folge hoffe ich, dass endlich mal die Zwiebeln zu Ende sind, damit wir da, ich glaube, ein neues Rezept dann auch machen können. Wobei, dafür brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Geld. Ja. Achso, nee, die Zwiebel habe ich gefunden. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich die denn jetzt wieder her? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.